Mit dem Engel-Bastelset können Sie mit den Kindern 32 solche kleinen Schutzengel basteln. Dazu schneiden Sie einfach ein Stück Draht ab und wedeln zunächst die kleinen Perlen auf die eine Seite des Drahtes. Machen wir mal 6 Stück. Schieben Sie die Kugeln Richtung Mitte des gesamten Drahtes und formen eine Schlaufe. Das ist unser erster Flügel. Jetzt machen wir es auf der anderen Drahtseite genauso. Wir fädeln wieder 6 Kügelchen ein. Lassen die Kugeln Richtung Mitte rutschen und machen eine Schlaufe. Und die Flügel sind fertig. Einer der beiden Drahtenden sollte jetzt nur nach oben schauen, der andere nach unten. Dann machen wir weiter mit dem Körper. Hier haben Sie 2 Auswahlmöglichkeiten. Entweder hier die matte Perlenvariante oder hier gibt es das Ganze noch so in einer Art Kristallvariante. Wir nehmen jetzt mal die Perlenvariante, oder nehmen wir die Kristall, weil hier haben wir schon die Perlenvariante, nehmen wir jetzt die Kristall. Also der Körper wird einfach unten durch einen Draht gesteckt. Dann wird der Draht einmal einfach mehrmals um sich selbst gewickelt, einfach damit unten ein kleiner Fropf entsteht und die Kugel nicht mehr rausrutschen kann. So. Jetzt ist der Kopf an der Reihe, da nehmen wir dann auch den durchsichtigen. Und noch der Heiligenschein. Auch oben das Ganze wieder fixieren, indem der Draht einfach mehrmals um sich selbst gedreht wird. Jetzt kann man oben noch eine kleine Schlaufe draus machen, damit man den Engel aufhängen kann, zum Beispiel am Weihnachtsbaum. Und schon ist der kleine Engel fertig.